Was ist Geist? Was ist Leben? Wie werden Lebensprozesse gesteuert? Wie funktioniert unser Bewusstsein? Ist das einer physikalischen Beschreibung zugänglich? Diese Fragen habe ich mir eigentlich schon in der Jugendzeit gestellt und die haben mich mein ganzes Physikstudium hindurch begleitet. Und das ist halt immer wichtiger geworden, thematisch. Wir begleiten Dr. Michael König im Februar 2011 auf seiner Vortragstournee durch Deutschland. Erstmalig präsentiert er seine Urwort-Theorie, die er in seinem neuen Buch über die Grundlagen der spirituellen Quantenphysik ausführlich beschreibt. Seinen Wissensdrang verspürte Michael König bereits als Jugendlicher. Andere hatten halt irgendwelche Fußballstars in ihrem Zimmer hängen oder Popstars. Bei mir hing Albert Einstein. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Zwei große Fragen beherrschen nach wie vor die physikalische Grundlagenforschung. Die eine Frage ist, was sind Teilchen? Was haben die für eine innere Struktur? Wie kann man die beschreiben? Und die andere Frage, was sind die grundlegenden Kräfte, die zwischen Teilchen wirken? Da ist man seit vielen Jahrzehnten auf der Suche nach einer einheitlichen Theorie. Sie können sich den Elementarteilchenphysiker vorstellen wie jemand, der einen alten Wecker in der Hand hat. Er will wissen, wie das da drin aussieht. Und dann denkt er sich, wenn ich schon kein Werkzeug habe, das aufzumachen, dann schmeiße ich das mal mit voller Wucht an die Wand. Und dann schaue ich, wie links und rechts die Zahnräder durch die Gegend fliegen. Und dann kann ich zurückschließen auf die ursprüngliche Gestalt. Genau das machen Elementarteilchenphysiker in solchen Beschleunigeranlagen. Und da zeichnen sie dann die Spuren der Bruchstücke auf, der Teilchen, die bei solchen Kollisionsexperimenten entstehen. Der physikalische Mainstream favorisiert seit mehreren Jahrzehnten die sogenannte Stringtheorie, wobei das keine einheitliche Theorie ist, sondern eigentlich ein Sammelsurium verschiedener Theoriedialekte. Da werden dann mehr oder weniger willkürlich neue Dimensionen eingeführt, um irgendwelche Teilcheneigenschaften da reinzupacken. Außerhalb des Mainstreams, der vorzugsweise die Stringtheorie favorisiert, gibt es noch zwei ganz interessante Theorien. Die eine stammt von dem französischen Physiker Jean-Émile Charon. Er hat angenommen, dass Teilchen, wie zum Beispiel das Elektron, eine innere raumzeitliche Struktur besitzen. Und aufgrund dieser metrischen Verhältnisse innerhalb eines Teilchens war er in der Lage, Teilcheneigenschaften zu berechnen, zum Beispiel die Masse, die Ladung und andere quantisierte Eigenschaften von Teilchen. Jean-Émile Charon schlussfolgerte aus der Einsteinschen Relativitätstheorie heraus, dass Elementarteilchen mit einer messbaren Masse den Raum um sich herum krümmen müssten. Und auf dem Wege kommt man dann zu Modellvorstellungen, mit denen man sowohl die biologischen Steuerungsprozesse in Zellen beschreiben kann, als auch Modelle für das Bewusstsein erstellen kann. Neben der komplexen Relativitätstheorie des französischen Physikers Jean-Émile Charon entwickelte der deutsche Physiker Burkhard Heim unabhängig von Charon eine eigene Theorie, die mehr Dimensionen vorsah als die uns bekannten vier Raumzeitdimensionen. Beide haben auf sehr ähnliche Weise weitere Dimensionen eingeführt in die mathematische Beschreibung. Also hier kommt der Begriff der Transdimensionen ins Spiel. Es gibt also mehr räumliche oder raumzeitliche Strukturen als unsere äußere Raumzeit. Burkhard Heim gehörte sicherlich zu den außergewöhnlichsten Physikern des 20. Jahrhunderts. Eine Explosion kostete ihn schon frühzeitig beide Hände und den Großteil seines Seh- und Hörvermögens. Sein körperlich versehrter Zustand zwang Heim, sich vorwiegend theoretischen Fragestellungen der physikalischen Grundlagenforschung zuzuwenden.
Heim hat ähnlich wie Charon auch vier weitere Dimensionen in Betracht gezogen. Und zu seinen letzten Arbeiten gehörte der mathematische Nachweis und die Herleitung eines Hyperraums. Wir haben also jetzt hier unsere äußere Raumzeit, unser Universum und hier diesen Jenseitsbereich, diese inneren Raumzeiten, wo alle Erinnerungen, Bilder abgespeichert sind. Also in der Mystik würde man dazu Akasha-Chronik sagen. Und die Materie ist genau dazwischen. Also Elektronen projizieren innere Bilder auf die Außenwelt. Das wäre die Manifestation. Und dann haben wir auch noch die kreative Komponente, dass wir innere Bilder zu manifestieren suchen. Zumindest wenn wir kreativ sind. Ja? Also ein Künstler, innen hat er das Bild schon vor sich und dann lässt das Gestalt werden. Ja? Es gibt auch experimentelle Beobachtungen, die darauf schließen lassen, dass dieser Hyperraum tatsächlich existiert. Aufbauend auf den Ergebnissen Heims und Charons entwickelte Dr. Michael König die Urworttheorie. Sie beschreibt die fundamentalen Prozesse des Hyperraums. Burkhard Heim hat zunächst diesen Hyperraum nur entdeckt, aus mathematischen Formalismen heraus, konnte aber keine weiteren Aussagen über seine innere Struktur machen. Und da setzt jetzt meine Urworttheorie an. Ich habe jetzt in meiner Arbeit gezeigt, wie jetzt dieser Hyperraum mit den anderen raumzeitlichen Strukturen, in denen sich unser Leben abspielt, wieder damit verbunden oder verschränkt ist. Erschaffen wir unser Bewusstsein? Oder erschafft unser Bewusstsein uns? In den einzelnen Elektronen könnten nach der Urworttheorie die Informationen für unseren physischen Körper samt unserer Veranlagungen und Charaktereigenschaften bereits veranlagt sein. Gedanken der Liebe, das stärkt, ja, das erfüllt uns mit Licht, mit Kraft, mit Lebendigkeit. Menschen, die viel lieben, sind lebendig. Das hat alles physikalische Gesetzmäßigkeiten. Ich sehe eben auch diese Chance für uns Menschen, in dieser dramatisch sich verändernden Welt auch einen großen Quantensprung zu machen, in der individuellen Entwicklung. Die Chancen dafür waren noch nie so groß wie jetzt.